Wir haben Susanne am Telefon. Susanne, hören Sie mich? Ja Mensch, Katja, dass Tom? Ich immer live erlebe darf. Und Facebook hat WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar gekauft. Sind die blöd? Ich habe nur 79 Cent dafür bezahlt. WhatsApp ist jetzt auch nicht mehr sicher. Kein Problem, ich habe sowieso etwas viel Sicheres gefunden. Und was? Post-its. Cool, zeig mal her. So ganz ungefährlich sind sie. Glaub mir, damit kann dir nichts passieren. Post-its oder kleine Klebezettel gehören wohl zu den bekanntesten Materialien, um Informationen und Nachrichten aufzuschreiben. Allein in Deutschland werden rund 30 Millionen Nutzer geschätzt. Auch Anne Tanke hat sich Post-its gekauft und war verwundert, dass sie gleich von fremden Menschen Post bekam. Ich habe nur meine Adresse auf ungefähr 10 Post-its geschrieben und habe die dann an Laternenmasten und Mauern geklebt. Plötzlich habe ich Briefe von Leuten bekommen, die ich überhaupt nicht kannte. Das Anzeigen persönlicher Daten und nicht genügend Jugendschutz. Kritik an die sozialen Notizzetteln gibt es schon länger. Praktisch enteignen sie den Nutzer. Sie sagen, wir können eure Daten jedem zeigen, dem wir wollen. Sie haben sogar das Copyright darauf, selbst wenn es auf einer Parkuhr klebt oder auf einer Ampel. Und das geht einfach zu weit. Selbst gefordert ist der Nutzer beim Schutz seiner Privatsphäre. Beim Rat der Tester den Ort des Hinklebens genau überprüfen. Sonst könnten Unbefugte die Daten missbrauchen. Das geht beim Mobbing los, dass ich auf der Straße bloßgestellt werde. Dass da Personalchefs Dinge finden, die sie überhaupt nichts angehen. Und das kann mir dann im Beruf schaden. Anne Tanke hat auf ihrem Post-it nur die allernötigsten Infos aufgeschrieben. Privates klärt sie mit Freunden lieber per Brief. Oder sogar per Rauchzeichen. Ich lade mir WhatsApp wieder aufs Handy. Ich auch.